So, und wieder weiter geht's hier mit Poirot und das Böse Poirot unter der Sonne. Interessiert sie. Ich sollte. So, Poirot interessiert sich nicht für Automobile. Okay, an das Werkzeug kommen wir so erstmal nicht heran. Ah, jetzt ein Das Dorf ist so gut wie verlassen. Mach! Hinne! Hallo. Ja? Habe ich Sie etwa warten lassen? Tut mir leid, ich bin etwas abgelenkt heute. Ich versuche, ein Rätsel zu lösen. Ein Rätsel? Klingt verlockend. Nein. Welcher Art ist dieses Rätsel, Madame? Mehrere Briefe sind in den letzten Tagen verschwunden. Ich verstehe das einfach nicht. Ich bin fürchterlich gewissenhaft, wenn es um die Post geht. Das können Sie mir glauben. Jemand muss sie gestohlen haben. Waren es denn wertvolle Briefe? Nein. Sie waren vielleicht wichtig für die Kunden, die darauf warten. Aber Geld oder sowas steckte in keinem davon. Trotzdem beschweren sich meine Kunden natürlich und ich kann es mir und Ihnen nicht erklären. Mhm. Kann ich Ihnen helfen? Non, merci. Okay. Oh. Das können Sie einfach mitnehmen. Kostenlos. Danke. Was war denn das? Flasche Hustensaft. Das können Sie ausleihen, wenn Sie möchten. Was war das? Spatel. Ob wir damit was reparieren könnten. Tut mir leid, Sir. Das dürfen Sie nicht anfassen. Ich benutze die Reagenzgläser, um Chemikalien zu untersuchen und rezeptpflichtige Medikamente herzustellen. Mit dem Mikroskop erkenne ich Verunreinigungen. Zu dumm, dass wir die Ausrüstung nicht benutzen dürfen, Hastings. Es wäre doch praktisch, wenn wir die verschiedenen Substanzen, die wir finden, auch gleich testen könnten. Okay, was haben wir hier? Kann ich Ihnen helfen, Sir? Haben Sie ein Buch, das man seiner Frau zum Hochzeitstag schenken könnte? Zum Kaufen, meinen Sie, Sir? Nicht allzu viele. Ich schaue mal kurz. Was können Sie mir über Ihre Gattin erzählen, Sir? Braucht Ihre Beziehung vielleicht ein wenig frische Würze? Nein, Würze ist völlig unnötig. Dann fällt Lady Chatterleys Liebhaber schon mal raus. Was haben wir denn noch? Interessiert sie sich für Mord, Sir? Das will ich doch nicht offen. Schade. Mord ist sehr beliebt. Ihr Glück, Poirot. Ich würde Sie nur ungern arbeitslos sehen. Bitte suchen Sie weiter. Ich nehme nicht an, dass sie strickt. Aber natürlich strickt sie. Sie strickt pausenlos. Hier wäre ein druckfrisches Buch, das wir gerade reinbekommen haben. Einfache französische Strickmuster von Eugénie Blottière. 1,6 wäre das. Ein Pfund 6 Schillinge? Farbige Illustrationen kosten etwas mehr. Vielen Dank. Und beehren Sie uns bald wieder, Sir. So, Entschuldigung, da ging das Telefon. Ich bringe ein Buch zurück für Mrs. Castle. Ah, Gefangene der Liebe von Mrs. Arabella Richardson. Habe ich auch gelesen. Ein echter Klassiker. Wie kann man so einen Schund nur als Klassiker bezeichnen? Ich stimme Ihnen zu, Hastings. Aber wir sollten nicht über Geschmäcker urteilen. Sie haben natürlich recht, alter Knabe. Nicht jeder kann die wahren Klassiker lieben wie Wilde Schüsse im Morgengrauen oder Mit Motorkraft durch Asien. Das wäre im Moment alles, Madame. Das macht dann 5 Pence, bitte, Sir. Ich brauche mehr Geld, Hastings. Schicken Sie Ihrer Bank ein Telegramm. Madame, leider habe ich den nötigen Betrag nicht bei mir. Ich muss erst meine Bank kontaktieren. Natürlich, Sir. Kommen Sie doch einfach rüber ins Postamt, bitte. Okay.
Dann gehen wir zu. Naja, Posten ist da drüben. Eine dicke Katze. Madame, wie heißt denn dieses Geschöpf? Das ist meine Chloe. Ist sie nicht goldig? Dick. Ganz reizend. Ja. Danke, Sir. Ich schicke es sofort los. Wir haben das Telegramm schon geschickt. Ist vielleicht ein Telegramm für mich eingetroffen? Ich sehe mal nach. Tut mir leid, Sir. Im Moment habe ich nichts für Sie. Ich hätte doch gar nicht nach dem Namen gefragt. Hat er das Buch jetzt gekauft? War gerade am Telefon. Nö, hat er nicht gekauft, offenbar. Arschloch. Doch, hier. Gut. Ich nehme alles zurück. Miese Peter. Was haben wir da jetzt eingesteckt? Eine Broschüre von St. Patrick's. St. Patrick in the Comb ist ein hübsches Beispiel für die ländlichen Steinkirchen, die im 14. 15. Jahrhundert errichtet wurden. Die Kirche besitzt ein verwittertes normannisches Taufbecken aus Polyphantstein aus Cornwall, eine bemalte Altarrückwand und einige Buntglasfragmente aus derselben Epoche. Die Kirche liegt an einem Weg, der von der Straße zwischen Everett Gifford und Harriton Cross nach Westen abzweigt und zu den verstreuten Karten und Bauernhöfe in diesem malerisch abgelegten Teil des Moors führt. Es ist ein wunderschöner Spaziergang und nur 3 Meilen von Everton Gifford und knapp 7 Meilen von Leathercombe Bay. Der Weg von Leathercombe Bay führt durch die für Devon typisch sanften, geschwängenden Hügellandschaften und ist besonders zu empfehlen. Okay. Die Tür ist mit Brettern vernagelt. Die Leute wurden längst evakuiert. Das war gerade so ein typischer Tante Emma-Laden, glaube ich. Hallo, Wauwau. Was für ein riesiges Biest. Würden Sie gerne ein Ründchen Darts versuchen? Non, merci. Vielleicht später? Vielleicht. Gehört dieser gewaltige Hund Ihnen? Ja, das ist Baskerville. Ich habe ihn schon seit er klein war. Naja, ganz klein war er eigentlich nie. Baskerville. Sie spielen gerne Darts? Darts ist mein Spiel, stimmt. Das hat in dieser Gegend eine sehr lange Tradition. Wussten Sie, dass der berühmte Schmuggler Tom Cutter ein Meister darin war? Nein, wusste ich nicht. Ist so. Ja. Er spielte fast jede Nacht im Smugglers End, wenn er nicht draußen auf See war. Ein echtes Genie war der alte Tom. Niemand hat vor oder nach ihm jemals so viele 180er geworfen wie er. 3x60. 180er, Hastings? Die höchstmögliche Punktzahl, die man mit einem Wurf erreichen kann, Poirot. Dazu müssen alle 3 Pfeile im schmalen inneren Ring in der 60er Spalte treffen. Nicht viele Kunden heute. Was erwarten Sie denn? Der größte Teil der Küste wurde schon evakuiert. Und Touristen verirren sich heutzutage nur sehr selten hierher. Ich nehme an, Baskerville ist ein ausgezeichneter Wachhund? Oh ja, ja. Wir hatten hier nie mehr Ärger, seit Baskerville ausgewachsen ist. Natürlich kann ich ihn zu nichts abrichten, aber bei Baskerville genügt ein Knurren voll auf. Hat Baskerville schon mal jemanden gebissen? Braucht er doch gar nicht, oder? Es reicht, wenn er knurrt. Das stimmt. Haben Sie jemals den Geist von Tom Cutter gesehen?
Nein, aber ich habe von einigen gehört, die ihn gesehen haben. Sollte ich jemals das Glück haben, seinen Geist zu treffen, werde ich ihn zu einer Partie Darts herausfordern. Wie ist er gestorben? Er wurde von den Steuereintreibern am Pappschild des Smugglers End aufgehängt. Dort soll er angeblich jedes Jahr an seinem Todestag spuken. Und an welchem Tag ist das? Am 24. August. Ja, genau! Heute ist der Jahrestag von Tom Cutters Ermordung. Nein. Monsieur Cutter wohnte im Smugglers End? Ja, es war das einzige Haus auf der Insel, bis vor ein paar Jahren das Hotel gebaut wurde. Wissen Sie etwas über Tom Cutters Schatz? Eine Menge Leute haben die Insel auf der Suche nach dem Schatz auf den Kopf gestellt, aber in all den Jahren hat noch niemand auch nur einen einzigen Farthing gefunden. Vielen Dank für die Unterhaltung, mein Freund. Schauen Sie mal wieder rein. Vielleicht können wir ja mal eine Runde Darts spielen. Mit dem rede ich nicht mehr. Bonjour, Colonel Weston. Poirot, mein alter Freund. Was führt Sie denn nach Leathercombe Bay? Ein kurzer Trip ans Meer, um die kleinen grauen Zellen etwas aufzufrischen. Sie wohnen im Smugglers Rest? Eine Schande, alter Knabe. Ich erwarte jeden Moment den Befehl, das Hotel zu schließen. Das hier ist einer der letzten Küstenstreifen, der evakuiert wird. Okay, Schnitt.